Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Wie ihr sehen könnt, mache ich jetzt weiter mit meinem Speck, der hängt da. Und jetzt rühre ich die Paste an. Und zwar habe ich da 2 Esslöffel süßen Paprika. Das ist der schöne da, den habe ich mal von meiner Schwester bekommen. Sehr schön in der Farbe. Dann habe ich 1 Teelöffel von meinem Lieblingsgewürzhändler, von Benze. Das ist Chili, das sind so Chiliflocken. Die habe ich hier im Mörser mir schön klein gemacht, beziehungsweise fein gemacht. Und jetzt rühre ich hier die Paste an mit etwas Wasser. Und da habe ich das jetzt da alles vermischt. Sprich Paprikapulver und Chili. Die Konsistenz schaut jetzt mal ganz super aus. Und das werde ich jetzt, wenn das schon in die Nase reinkommt, der Duft, das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt werde ich mit dem Pinsel, den habe ich mir schon hergerichtet, schön den Speck quasi einlassieren. Weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann. So. Dann lasse ich das Ganze etwas antrocknen. Oder gut antrocknen, sagen wir mal so. Und dann kommt es für 2 Stunden in den Räucherofen. Wie gesagt, der ganze Speck wird jetzt hier schön einlassiert, antrocknen und in den Räucherofen. Naja, das brauche ich euch nicht dazu ganz zeigen. Ihr wisst jetzt, wie das geht. Ich mache jetzt da weiter und wenn ich es dann von Räucherofen raus tue, dann zeige ich euch das nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst, euer Albert. Pfiat euch.